Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play of Screen Moon. Harvest Moon, eine Welt. Ich habe sehr viel Offscreen gespielt in letzter Zeit. Was habe ich eigentlich gerade getan? Jetzt habe ich mich jetzt zurückteleportiert. Bin ich doof? Oh mein Gott. Kann ich das nochmal verladen? Ich lade den Spiel schon einfach nochmal. Ups. kann mal passieren. So, sind wir wieder hier. Habe ich Jamil nämlich schon seine Ziegenmilch gebracht? Der kleine Jamil braucht doch seine Ziegenmilch. Sonst ist er ja kein großer, sonst wird er ja kein großer Junge. Ja, ich mache ja sehr viel in dem Spiel. Ich habe auch sehr viel geangelt. Also jetzt hier die und noch ein bisschen mehr. Und schauen wir mal. Er macht die Ziegenmilch ganz gerne. Die halte ich mal. Ist eigentlich der Sound okay? Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, ne? Ich mache ein bisschen leiser. So? Ich hoffe mal, das ist so okay. Hey, Jamil, hier bitte. Oh, was für Michael. Ja, vielen Dank. Ich bin gerührt, dass du dir gemerkt hast, was mir gefällt. Jumi, du bist eine wahrlich zauberhafte Person. Oh, I know. Was mag eigentlich nochmal, was gab es denn noch für Junggesellen? Shogun? Mit dem weiß ich gar nicht, was der will. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Benny mochte heiße Schokolade. Das kriegt man hin. Benny Boy. Sami, gibt es auch noch Trüffel panieren? Das, ganz schön. Da hat er Abneigung, Erdbeereis. Bro, was ist los mit dir? Okay, Trüffel, panierte Trüffel. Alter, das ist ja. Das sind alles die Junggesellen. Ach, stimmt, Tristan gibt es ja auch noch. Ne, Ilona nicht. Rainer. Erntegöttin. Die mag doch am meisten Erdbeerchili. Wusste ich's doch. Die zauberhafte Erntegöttin. So, Tristan. Jersey Fondue. Oh, ist ja zu krass drauf. Samsara. Samsara halt. Benny mochte heiße Schokolade. Kriegt man das hin mit Benny? Können wir den heiße Schokolade einmal zaubern und ihn glücklich machen? Das wäre natürlich wunderbar. Heiße Schokolade. Extra Schokolade. Kaffee. Oh, warte mal. Oh, Jersey Fondue. Was brauche ich denn? Baguette. Kürbis. Müsste man eigentlich hinkriegen. Was ist das denn hier? Burgunder Fondue. Den hier, ganzes Fondue hier. Hier ist das ja gar nicht. Ach nee, jetzt wärmt ja auf. Ich brauche. Nee, eigentlich ist ja, Milchkaffee. War mit Jersey Milch. Heiße Schokolade. Ich habe keinen Kakao. Daran liegt's. Herr Jemine, liebe Leute. Mal ein bisschen. Wegräumen, Alter. Ich hab so viel Zeug bei mir. Das ist nicht mal normal. Trüffel haben wir auch noch. Panierter Trüffel. Wo soll er stehen denn? Oh, die Milch sollte ich vielleicht noch behalten. Die brauche ich vielleicht noch für die heiße Schokolade. Da. Milch. So. Ja, da die ganzen Oliven. Oh Gott, ich habe sogar schon Oliven übrig. Was mache ich denn damit? Hey. OMG, Sieglinde. So, I don't know. Ich habe mich übrigens auch so ein bisschen darum gekümmert, mal ein paar Quests abzugeben und alles. Das war eigentlich auch ganz nice. Oh, und die hier. Brauchen wir auch öfters mal so Äpfelchen rein. Butter behalte ich mal. Die ganzen Fische. So. Rinne damit. So, jetzt hol ich aber mal ein bisschen Kakao raus. Das müsste man doch noch haben. Bestimmt. Da, 7-mal Kakao. Ja, mau, mau, mau. Das kriegt doch Benny vorgesetzt. Heiße Schokolade. Mh, yummy, yummy, yummy. Ganz toll. So, dann gehen wir mal direkt nach Callison und hoffen, dass wir den jungen Herrn antreffen. Und, dass wir ihm auch eine kleine Freude machen können. Das wird doch ganz wunderbar. Gucken wir mal. Ganz ein Blümchen hier. Ich glaube, die haben die ganzen Blumen jetzt hingesetzt, weil, ja, ich habe das Spiel durch und jetzt ist die Welt ein bisschen schöner. Aber sie hätten vielleicht noch ein paar mehr Büsche platzieren können irgendwie, dass es nicht ganz so leer aussieht. Aber na gut. So, Benny Boy. Du möchtest deine heiße Schokolade. Da sitzt da und wartet schon, ne? Das Frauchen vorbeikommt. Halten. So, bitte. Das ist echt ein tolles Geschenk. Ist das wirklich für mich? Danke, Jumi. Ich freue mich wirklich sehr. Bitteschön, Benny Boy. Wollt ihr denn nicht irgendwie auch noch eine Quest haben? Irgendwie noch ein paar Rüben oder sowas? Was haben wir denn noch so? Kochwettbewerb. Ahornholz. 10 Stück von Tristan. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Kaschmir. Stimmt!
Ich kann jetzt einen Schneeumhang mir machen. Das habe ich auch rausgefunden. Eno, macht mir aus 10 Kaschmir einen Schneeumhang. Die Frage ist, wo kriege ich Kaschmir her? Das muss ich, glaube ich, auch noch rausfinden. Edelweiß. Ah, das muss ich auch noch machen. Ja, mit Zementa reden. Alles klar. Ach, die ganzen Riesengarnelen. Ich muss mal gucken, wo ich die herkriege. Ich vergesse das immer wieder. Die waren alle Riesengarnelen von mir. Dorade, Königin der Nacht, Said will auch noch was, Laura will Butternusskürbis, was kriege ich denn dafür? Rezept für Käsekuchen. Das klingt fair. So, jetzt nochmal gucken, was möchte Ahornholz? Besitzen wir Ahornholz? Ich habe keine Ahnung, wir gucken mal nach. Was weiß ich, was wir für Holz besitzen? Oh, ich habe mal ganz viel zum Anpflanzen. Krass. So, Zedernholz haben wir auf jeden Fall, Ginkgoholz. Eichenholz. Das sind hier die Edelweißis. Die behalten wir. Lotus, rote Rose. Okay. Dann gucken wir mal hier. Ginkgo, Palme, Kiefer, Eiche, Ahorn. 6 Stück. Wo kriege ich denn noch mehr Ahornholz her? Das müssen wir, glaube ich, auch noch rausfinden. Aber maybe another day. Not today. Die ganze Gerste, der ganze Weizen, alle rein da. Futter auch so, komm, da gehen wir erstmal schlafen, ne? Heute bewirken wir auch noch keine Wunder mehr. Wir gucken einfach mal, wie es morgen weitergeht. Wo kriege ich den Ahornholz her? Ich würde sagen, es ist auch irgendwo eventuell ein Lebkuchen wächst. Vielleicht einfach mal ein bisschen rumgucken. Ahornholz, was machen wir denn da? Tierfutter, so. Was haben wir hier? Sarah. Es braucht 5 Spargel. Was kriegen wir dafür? Ich gebe nicht einfach 5 Spargel her, um zu wissen, was ich dafür kriege. Modokai, Sarah. Gibt es hier die Jersey-Milch? Wo ist denn Sarah? Kirsty, Sana, Benny, Doc. Wieso habe ich so viele Aufträge von Doc eigentlich? Weiß über Jean, Bronze, der geht mir immer. Der will immer irgendwas. Da, Sarah, Spargel, Paella kriege ich dafür. Das ist ja ganz wunderbar. Na gut. Kümmern wir uns noch drum. Wir gucken erstmal nach den Pflanzen. Ich muss ja warnen, es sieht sehr krass aus. Kann man das so sagen? Jetzt auf jeden Fall alles voll. Look at this. Ja, okay, hier nicht ganz so krass vielleicht. So, direkt alles hier pflanzen, damit ich es auch nicht nochmal gießen muss. Perfekt. So, jetzt auch Reis fertig. Nehmen wir es mal alles hier mit. So. Sind wir nicht gut? Ah, hier sogar auch schon Spargel. Weißer Spargel. Gibt es nochmal anderen Spargel? Ich habe schon bis 4 Spargel, ne? Das heißt, es ist sehr viel. Gut, dann sind wir jetzt hier soweit schon mal durch. Dann müssen wir nochmal zu den Tieren. Die wollen natürlich auch noch Aufmerksamkeit und Liebe. Und dann mal schon rausfinden, wie ich jetzt hier noch irgendwie Kaschmir bekomme. Ich habe mich ja vor allen Dingen witzigerweise in der letzten Folge gewundert. Ich bekomme was, um in der kalten Umgebung zu leben. Aber ich bekomme nichts für die Wüste. Fand ich schon irgendwie ein bisschen komisch. Also nicht lustig komisch, sondern mehr so diese seltsame Art und Weise von komisch. Hier steht ins Kaschmir her, ne? Da muss ich wieder irgendwie Jamil bezirzen, dass er wieder sich um irgendwelche Tiere kümmert, oder? Wo kommt denn Kaschmir her? Was ist Kaschmir? Also Kaschmir ist natürlich ein Stoff. Da muss man mal gucken, ne? Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass was Kaschmir ist. Muss ich vielleicht doch irgendwie ein Rentier holen und das irgendwie scheren oder so? Was? Kaschmir, wartet mal. Kaschmir, ich guck mal nach. Ist denn Kaschmir? Kaschmirwolle. Aus Kaschmir. Edelhaar einer Kaschmirziege. Okay, das ist anscheinend so ein Ziegending. Wir brauchen eine Kaschmirziege. Ich meine, wir haben eine Ziege. Aber ich bezweifle, dass die kaschmirig genug für unsere Wünsche ist. Hey. Herr mit dem Kaschmir. Wusste ich nicht, dass das Kaschmir von einer Ziege kommt. Auch was dazugelernt. Bildungsauftrag hiermit offiziell erledigt. Mäh. Ja, mumu. So. Ja, fein. Oh.
Alles klar, schönen Tag euch noch. Tschüss. Nebenbei beobachte ich gerade wieder meine Wachtel. Die läuft hier wieder wild rum. Oh, ist irgendwie frisch heute. Wenn man in der Sonne liegt, ist es irgendwie warm. Oh, es klingelt. Einen Moment. Und hier bin ich wieder. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie ihr vielleicht auch an der Cam sehen könnt, sind ein paar Stunden vergangen. Das hatte ich, glaube ich, bis jetzt auch sehr selten, dass ich während meiner Aufnahme einfach mal so 2-3 Stunden Pause hatte. Mittendrin. Kann auch mal passieren. Heute ist der Fall eingetreten. So, ich habe schon mal geguckt, woher ich die Riesengarnelen kriegen kann. Müsste klappen. Wir versuchen es gleich mal. Ich habe es schon ein paar Mal versucht. Also im Internet habe ich jetzt nach verschiedenen Seiten geguckt, wo man diese Riesengarnelen herbekommen soll. Und die sind schon ziemlich widersprüchlich, die Angaben. Also das ist ein bisschen verwirrend. Aber okay. Oh, ich bin schon hier drüben, ja, okay. Alle sind sich sicher, dass es die in Halo-Halo gibt. Einige sagen ja, in Halo-Halo, aber nur im Frühling. Nee, das ist nicht ganz richtig. Halt noch ganz kurz Stufe 1, 2, 3, den brauche ich. Die sagen immer, egal wann, nur nicht im Frühling. Andere Quellen sagen nur Frühling und im Sommer, was sich auch wiederum widerspricht. Dann haben viele gesagt, ja, die Garnelen gibt es nur am Wasserturm. Und jetzt habe ich aber eine Quelle gesehen, dass es die fast überall gibt, nur nicht am Wasserturm, am Leuchtturm. Hallo, hallo. Also, es ist alles sehr durcheinander, widersprüchlich, die Angaben. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich probiere es natürlich trotzdem mal aus. Ne? So, was ich aber auf jeden Fall brauche, gehe ich jedenfalls aus, ist ein guter Köder. Ja, noch widersprüchlich, auch viele so am Vormittag gibt es die nur. Und andere sagen wiederum nur am Nachmittag bis abends. Und das ist so verwirrend. Sind das die richtigen? Hier, und da habe ich genug Köder vielleicht auch schon. Wir gucken mal ganz kurz nach, wie das jetzt hier alles aussieht. Hallöle, Kanöle, ja, die brauchen wir. Haben wir eh schon eigentlich genug von. Ist ja egal, lieber mehr als wenig. So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch warten, bis die Zeit rumgeht. Also, angeblich kommen die erst so ab 13 Uhr, 14 Uhr rum. Irgend so etwas, ich weiß das gerade gar nicht. Irgend sowas jedenfalls. Da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen warten, ne? Es sind dann noch so 1-2 Stunden hin. Und dann wuchte ich mich da mal hin und dann gucken wir mal, was da abgeht, ne? Bis dahin umgarnen wir mal ein wenig die Herren. Angefangen hier bei Benny. Bei Benjamin. Oh, da kommst gerade richtig für mich. Hört ihr das an? Ich habe ein paar Brodelklecksbilder in Hallo Hallo gefunden. Ach, Brodelklecksbilder. Der Brodelklecks, der ja eigentlich Benjamin ist, und das dürfen wir ja nicht wissen. Das hatten wir ja schon. Er redet schon seit einer Weile, wie ein Wasserfall. Er wirkt ziemlich aufgeregt. Ich habe ein Bild von einer Katze gesehen, die nach einem Ballon greift. Die Katze hat ihre Krallen ausgefahren. Also platzt der Ballon und die Fetzen waren überall verstreut. Was glaubst du, ist die Botschaft von diesem Bild? Ich glaube, die Botschaft ist, versuche es immer weiter und gib niemals auf. Okay, wie kommst du darauf? Ich frage mich, was das sein mag. Was glaubst du, Yumi? Stimme zu, Elia. Er hat irgendwie ein Talent. Was meinst du? Was meinst du, Benny? Ich bin nicht sonderlich gut darin, etwas zu interpretieren. Das Wichtigste ist, wie ihr euch durch das Bild fühlt. Ach, wie auch immer, es war toll. Brodels Bilder sind einfach die besten. Ich will mein Bestes versuchen, Bilder mit meiner eigenen Botschaft zu malen. Dafür muss ich malen üben. Ach, wir sehen uns später, Benny und Yumi. Du fragst nach der richtigen Antwort? Was Menschen von Kunst mitnehmen, liegt ganz bei ihnen. Es gibt kein richtig oder falsch. Meine Botschaft wird nicht verstanden? Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, meine Absichten zu verraten. Das Wichtigste ist es, was die Menschen sehen. Wenn nur ein einziger von meiner Kunst bewegt ist, bin ich glücklich. Ach, ich weiß noch, wie ich als Kind genauso dachte wie Elia. Ach, ich schaute mir das Verhalten von Tieren an
und wie sich die Bäume bewegten. Ich hielt es für eine Botschaft. Und war bei mir war auch so. Aber dann, eines Tages, musste ich etwas malen. Ich werde mein erstes Bild nie vergessen. Es war ein Graffiti auf einem Baum außerhalb des Dorfes. Es sorgte für einige Aufruhr. Das ganze Dorf war in Aufregung. Alle betrachteten es unterschiedlich, also ging die Diskussion endlos. Man konnte sich auf keine Bedeutung einigen. Es ihnen sagen? Auf keinen Fall. Ich dachte, sie wären wegen des Graffitis böse, also hielt ich den Mund. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass es so viele Antworten wie Menschen gab. Von da an wollte ich Bilder malen, die die Menschen bewegten. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einer Menschenseele davon erzählen würde. Du bist wirklich seltsam. Freunde, sagst du? Oh, ach, das wäre schon was, oder? Aber es tut nicht weh, dich das sagen zu hören. Es tut nicht weh, mich das sagen zu hören, Bro. What? Oh, er ist weg. Ja, ja, so läuft es. Ich rede mit Männern und im nächsten Moment haben sie sich wegteleportiert. Passiert mir im echten Leben andauernd. Was? Ah, hier seid ihr. Einfach ein paar Meter weiter teleportiert. Just for the Lulz. Er macht ja diesen wunderschönen Kakao. Hier. Das gefällt dir, hä? Wenn yummy, yummy, yummy. Heißer Kakao. Ja. Okay, dann gehen wir nochmal Yummy vorbei. Bringen dir nochmal etwas Ziegenmilch und dann müsste die Zeit eigentlich auch schon so weit rum sein. Man sagt, dass wenn dieser Baum stirbt, wird Pastilla untergehen. Als der Wald niederbrannte, wurde der Baum schwer beschädigt. Okay, okay, dann gehen wir mal ganz kurz zu Yamir und dann auf nach Hallo Hallo. Dann versuchen wir mal ein paar Riesengarnelen an Land zu ziehen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich glaube nicht. Aber ich habe eigentlich auch immer direkt am Leuchtturm geangelt, wie ich es in einigen Foren gelesen habe. Aber das ist ja offenbar falsch. Jetzt, ich habe extra eine Seite gefunden, da wurde sogar auch rot markiert, wo man angeln kann, überall. Gucken wir mal, ne? Vielleicht läuft das ja jetzt besser. So, hallo Yamil. Hallo, Yumi, danke. Nochmal für die hochwertigen Zutaten. Dem Rentier geht es auch gut. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, weitere neue Tiere aufzunehmen. Oh! Seltene Tiere, weißt du? Solche, die man hier nicht allzu oft sieht. Aber dafür brauche ich Futter, das sie gerne fressen. Und ich kann es nirgends finden. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Du bist immer so hilfsbereit. Das wäre wundervoll, tausend Dank. Darf ich dich um 4 Spitzkohl bitten? Tausend Dank. Oh, kriegt mir jetzt vielleicht diese coolen Ziegen, von denen wir Kaschmir bekommen. Das war natürlich richtig nice. So, halten. Was für Milch, ja jeder, danke. Bitte, 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 danke. Okay, gut, dann sind wir jetzt hier durch. Dann auf nach Hallo, Hallo. Wahrscheinlich haben wir ja Glück und kriegen eine Riesengarnele oder 2. Also, einige meinten, ich soll auf jeden Fall hier angeln und andere meinten, ich soll auf keinen Fall hier angeln. Es ist verwirrend. Ich nehme erstmal den Hibiskus mit. So. Deswegen angle ich jetzt einfach mal genau hier. Dafür brauche ich Köder, Stufe 2. Und ein bisschen Glück und vor allen Dingen auch Zeit. Oh ja, Zeit. Da ist schon etwas leicht garnelig aussehendes. Eigentlich nicht, aber egal. Oh my goodness, es hat geklappt. Direkt auf Anhieb. Okay, nevermind, ich bin dumm. Das würde ich gerne nochmal... Das würde ich gerne... Oh nee, der ist zu groß. Oh, Zuckifinger. Oh, oh, oh nein. Oh, 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 oh. Hey, das war volle Kanne noch im Rahmen. Okay, alles klar. Man kann offenbar in diesem Gebiet dort Riesengarnelen fangen. Das wusste ich selbst nicht. Coole Sache. Das sieht wieder sehr riesengarnelisch aus. Oh yeah. Oh, Lebebe, komm her. Und was bist du denn? Eine Grundel oder sowas? Eine Grundel, Tatsache. Immerhin habe ich eine gefangen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wie viel brauche ich? 7? Ich weiß es gerade nicht. Viele. Da, ja, ja. Oh, nein! Oh Mann! Guck mal, wie viele brauchen wir denn? Kaschmir? Mhm. Spitzkohl? Mhm. Edelweiß, muss ich auch noch machen. Einmal 4. Oh, brauche ich schon nochmal 2. 6 Stück brauche ich. Ach du Kacke.
Oh mein goodness, das kann ja noch ewig dauern. Englisch gerade? Ach, da ist mein Schwimmer. Komm bitte. Bitte, 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 ich bin extra viel Schlagsahne. Oh ja, mhm. Oh yeah, baby. Oh, no, das bist du nicht. Du bist keine. Du bist eine Sardine. Dich will ich nicht. Da? No, warum mache ich das? OMG. Oh mein Gott, warum? Och nö. Komm, mindestens zwei Riesengarnelen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja? Oh, bitte. Die zweite. Und nur wieder eine Grundel. Okay, ich glaube, Riesengarnelenzeit ist wieder vorbei. Guck mal, ob wir wenigstens einen Spitzkohl haben. Voll doof. Ja, wie gewonnen, so zu Ron. Okay, Spitzkohl. Rosenkohl, Kohl. Der Kohl sieht nicht so spitz aus, wenn ihr mich fragt. Noch irgendwas, was spitz sein könnte. Lila Grünkohl, Paprika, Babykarotte. Hier vielleicht Kopfsalat, Endivie, Romanasalat, Blausalat, Sellerie. Ich besitze, glaube ich, keinen Spitzkohl. Jedenfalls sieht es hier nicht sehr spitzkohlig aus. Habe ich denn jemals Spitzkohl besessen? Kann ich das nicht? Hier muss ich nachgucken, ne? Rotkohl, Kuppelkohl. Okay. Hier ist jedenfalls nichts dabei. Was irgendwie. Das sind alles Tomaten. Karottis. Oh, Reis ist nur DLC. DLC only. Wusste ich gar nicht. Nee. Ich glaube, Spitzkohl haben wir nicht. Da muss ich mal gucken, wie man den züchten kann. Jetzt geht der ganze Zuchtmist los. Oh, das ist immer so übertrieben in der neuen Harvest Moon-Reihe. Das nervt mich. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir durch. Da müssen wir leider durch. Okay, dann gucke ich mal, wie wir jetzt irgendwie Spitzkohl... Es war Spitzkohl, oder? Wie wir Spitzkohl zusammenkriegen. Tierschutz 5, Spitzkohl. Okay, dann schauen wir mal, was wir da tun können. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, die Mädels Harvest Moon, eine Welt. Bis zum nächsten Mal. Bye.